Und herzlich willkommen zu Tomb Raider mit dem alten Mann und der kleinen Lara. Und keine Angst, der Spruch, der Esel nennt sich immer zuerst, der wird jetzt nicht mehr kommen, ist mir jetzt egal. Oh, nicht so laut. Ist schon spät. Oder früh. So, knüpper fest. Gut. Bitte ist sauber. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Ich auch. Gleich damit. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Mhm. Ich soll die nach irgendwas Verstecktem untersuchen. Hm. Kann man den Deckel abnehmen? Nein. Hier ist aber nichts zu sehen. Was ist denn das da für ein Symbol da unten drauf? Sieht ja seltsam aus. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Aha. Auch bekannt als tanzende Pilze. Aha. Die nimm mal mit, die könnt ihr bestimmt gut gebrauchen. Ah, ich kann den Bogen verbessern. Ich muss erst mal gucken, wo die Typen sind. Da ist eine. Ah, beweg dich nicht. Bleib stehen. War das jetzt alles? Sieht gut aus. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Aha. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier alles gefunden. Ah, ich habe noch was vergessen. So. Noch ein Kanickel. Gehen wir mal hier weiter. Hm. Huch. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Fackel ausmacht. Entschuldigung. Ich könnte ja mal nachschauen. Erstmal hier unten schauen. Da ist ein Geocaching. Irgendwie höre ich hier was. Aber es müssen nicht unbedingt jetzt Schritte sein. Das können auch die Hasen jetzt hier gewesen sein. Dann gucken wir nochmal hier oben. Oh, ich komme nicht rum. Das Fahren ist zu hart. Und die Lara ist zart. Da oben könnte ich mich langhangeln. Guck mal. Erstmal haben wir hier oben so ein Ding zum Anzünden. So, dann können wir hier... Nein, mit dem Bogen. Wo haben wir jetzt den Pfahl? Da stehe ich daneben. Gut. Nimm einmal fest. Da ist eine Kletterwand. Da springt sie jetzt gegen. Und dann klettern wir mal hier hoch. Komm, Lara. Ich will das nicht schaffen, aber du schaffst das. Oh, hab ich schon.
komme ich da irgendwie hin? Oh, Kacke! Nochmal. Oh! Ich muss auch springen. Also da meine ich mich mit. Da liegt noch Munition. Sag mal, waren die hier nicht schon mal? Ich bin fast der Meinung, wir waren hier schon mal. Genau. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Genau, hier haben wir auch die Schatulle leer geräumt. Und hier kam ich nicht ran, weil ich ja kein Feuer machen konnte. Boah, ich dachte schon eben wieder. So. Aber das wäre es jetzt noch gewesen. Das geht. Ich hole mir erstmal. Ein paar nasse Füße. Ich wollte sagen, die Munition da. Komm. Oh, alles voll. Was bedeutet das? Soll ich mehr ballern? Ach, komm. Wo muss ich überhaupt lang? Halt! Daneben gedrückt. Da hinten muss ich hin. Das sollte ich vielleicht auch mal tun. Die kann was, wa? Aus dem Flug auf das Seil. Ach, da ist ja noch eine Kiste. Die sind da, Lara. Ach, das Ding hängt da an so einem Haken. Da komme ich noch nicht ran. Da brauchen wir noch was. Kann man hier Feuer machen? Und wenn ich hier... Nein! Ja, das geht nicht. Hast du jetzt... Ah, ich habe ja gar kein Feuer gemacht. Hier, jetzt ist es... Schon wieder. Sollst den nehmen? Mal gucken. Ich will mal was probieren. Nee, das geht nicht. Der bleibt da drin stecken. Alles klar. Wie kann man Feuer machen? Das kennen wir ja schon. Ach, und jetzt? Nein! Mach doch mal, was ich will. Oh. Guck mal, na, wir müssen doch sowieso da runter. Nehme ich mal an. Und da kommen wir. Hallo, Kaninchen. Kaninchen, das ist meine Kiste. Hallo? Ja, manchmal ein bisschen komisch. So. Aber da wiederhole ich mich gerade. Da müssen wir hoch. Ich gucke mich erstmal da oben um. Kommen wir denn da zu ihm hin? Da ist das Signal. Ja. Den klettern wir da mal hoch. Kleine Springensfeldin.
Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Okay. Hilfe! Ich hab sie im Visier. Schnell geht auch. Jetzt habe ich aber einen Haufen Pfeile zerschossen, verschossen. Guck mal, hier ist wieder so ein Buddha. Den zünde ich, die Feuerschale zünde ich gleich an. Guck mal, wo wir hier rauskommen. So. Gibt Erfahrungspunkte. Ich wollte eigentlich den tun. Oder so tun. Wir werden uns denn mal. Was ist denn da angemalt? Nicht so schnell, kleine Sarah. Lara wohl. Aber ich kenne eine Sarah. Viele Grüße an Sarah. Aber die wird das bestimmt nicht hören hier. Oder sehen. Was ist das denn hier? Da kann ich weiter, aber wir gehen erstmal hier lang. Ist doch interessant. Höhlen sind immer interessant. Oh, die zieht es. Hier haben wir schon mal eine Kiste. Zwei von drei Teilen gefunden, Gewehr. Herzen kann ich aber nicht anzünden. Hier geht's noch weiter. Oha. Wer zündet hier eigentlich immer die Feuer an? Boah, was habe ich denn hier gefunden? Halle des Aufstiegs. Ich glaube nicht, dass wir hier schon hin sollen. Da kommt man auch im Guten nicht rüber. Schafft sie das? Das gehörte früher zu Yamatai. Ja, wir gehen gleich hin. Ich will sie mal speichern. So, wir können die Waffen, ach so, gemeistert. Ach, das geht dann automatisch. Ah, gucken wir mal beim Bogen. Wurfbogen, finden Sie Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Wir gucken aber mal erstmal, was haben wir hier noch was? Rücklaufbremse bringt das Projektil präzise ins Ziel, erhöht damit den Schaden. Schnellfeuermodus. Ja, dann machen wir erstmal die Pistole, ne? Warum das dabei immer so flackern muss, weiß ich nicht. Nicht genug Material? Gut, dann gucke ich. Nee, 265 ist zu wenig. Auch für das, was ich mit der Flinte machen wollte. Alles egal. Wir gehen mal da drüben gucken, wenn sie da hingeht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man hier schon rüberkommt. Hier sollen wir aber noch nicht hin. Wir nichts verloren. Und ich denke mal, hier kommen wir auch noch wieder hin. Halt, hier war doch irgendwas da. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich hau ab.
Ganz schön windig. Konnte man hier was bauen bei dem Wind? Der Baum wächst auch nie gegen Wind. Naja, egal. Gehen wir mal zurück in Richtung Piloten. So, da soll ich nämlich hin. Huch, vorsichtig. Das ist auch gleich so eine Schale. Hier werden wir gleich mal Feuer machen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hingehe. Oh, blöde Pflanze. Da können wir hin. Da liegt was. Oh, schon wieder. Ob das geht? Das werden wir gleich sehen. Es geht. Nämlich ein Buch. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Und ich glaube, das ist auch nicht unberechtigt, dass sie Angst hat. Wir könnten jetzt da unten hin, dann da oben rauf und da hin. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ich mache erstmal den hier. Komm da ja jederzeit wieder zurück. Ah, na hier den Spot zu finden jetzt. Manchmal schon ein bisschen nervig. Ich hoffe, es lohnt sich, hier hinzugehen. Ist hier irgendwas? Nö. Da ist eine Kiste. Da komme ich auch wieder weg. Ich hechte mal mich. Ah, doch, hier ist was. Aha, was haben wir denn jetzt gefunden? Das war aber gut versteckt. Wir brauchen ja noch Teile. Ach, guck mal, was hier noch ist. Ich dachte allerdings, man kommt noch da oben hoch. Aber das sieht nicht so aus. Nein, ich wollte die 1 drücken. Die 1 habe ich gedrückt. Was war denn das da komisches eben? War das ein Nest? Ich habe jetzt ein bisschen weit weg von. Aber ich kann hier hochklettern. Huch! Ich kann hier hochklettern, Lara. Hops! Und das schaffst du! Ah, hier ist noch ein Buch. Na okay, ich habe eben mal auf den Timer geschaut. Das mit dem Buch machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss!